So, herzlich willkommen zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir erstellen ein neues Profil und sorry, dass ihr den Anfang nicht gesehen habt, aber ich nehme hier mit einem neuen Programm auf. Das nennt sich DxTory und das ist extrem gut. Jawohl, und hier bei Euro Truck Simulator 2 kann man hier verschiedene Typen auswählen und Namen einstellen. Ich habe jetzt den Typen genommen. Leider kann man keine Bilder hochladen, man kann auch zwischen Geschlechten wählen. Ich nehme jetzt mal Mercedes, ist das? Nein, das ist Majestic. Das ist alles scheiße. Das ist Scania, Renault Trucks, DAF, Iveco, hä? Eigentlich, also ja, Iveco, aber ich nehme mal MAN, weil das schön aussieht. Firmenlogo nehmen wir das. Wieso ich das so schnell mache, fragt ihr euch. Ja, ich habe das schon mal tausendmal gemacht, jetzt das aufgenommen, aber ich habe jetzt ein neues Programm, nicht mehr Preps, sondern DxTory, und meine Firma heißt Pandora und wir in Deutsch. Ja, und jetzt ist es laut, aber ihr hört mich hoffentlich trotzdem noch. DxTory macht übelst große Dateien, aber wir fangen in Nürnberg an. Ne, ich wohne da gar nicht, nee. Ich möchte das Tutorial gar nicht anfangen mit Mann, ey. Hier gibt's aber ein geiles Feature und das nennt sich Radio. Da kann man zwischen verschiedenen Kanälen aussuchen. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Jo, geh mal auf. Yay, yeah, wir fangen in Nürnberg an und das sieht ganz schön cool aus. Aber wir werden trotzdem noch kurz Optionen machen, noch Audio. Dann werden wir das mal runterschrauben. Das bleibt so ein bisschen, das kommt so. Ja. Und dann will ich mal kurz gucken, ob das aufgenommen hat. Ja, super, es hat aufgenommen. Jetzt werden wir weitermachen. Und es läuft super flüssig, nicht so wie bei Dingenskirchen. Und ich starte den Motor. Ich soll nach vorne fahren, dann stehen bleiben, okay? Ja, es gibt wahrscheinlich noch kleine Lags. 1, 2, 3. Jetzt fahre ich hier was. Sechs, sieben, acht. Moin. Dann gehen wir mal auf 1 und Eingabe. Da können wir auf 1 drücken. Hier benutze den Mauszeiger um Routen. Hier, hier ist Navi. Ey, Navi. Jawohl, jetzt können wir Gas geben. Aber mit Lex noch am Anfang, weil der sich noch warm fahren muss. Warm aufnehmen. Und da sieht man, dass es länger auch selber fahren kann. Gleich von Anfang an machen wir mal Radio an. Hier Radio Steam, aktuelles Via, Netzpumpstings. Machen wir das Country Radio, Doppelklick drauf. Das nehmen wir jetzt. Ja, das ist cool. Das ist schön, das ist schön. Es hat aber allerdings noch ein paar Lags. Ich muss nach links. Aber es ist saugeil. Saugeil, das Programm. Das Spiel macht so mehr Spaß. Und ich bin hängen geblieben. Das ist echt realistisch, das Spiel. Und das Programm gefällt mir viel besser als Fraps. Ist auch viel realistischer aufgebaut. Für jeden PC geeignet. Ach, ich häng gerade. Ich habe einen Unfall gebaut. Jawoll, jetzt geht's ab. Ja. Fangen wir uns um. Ah, das Fahrzeug hat kein Bett und auch keine Dachdingsbums. Ups. Leider. Ah, nur kurz hier rein. Blink mal. Ich hoffe, das Radio. Moment, ich mach mal das Radio leiser.
Das ist wie er interniert. Saugeil das Spiel. Kann das jetzt auch nicht so lange aufnehmen. Ich kann Eingabetaste drücken. Eingabetaste! Boah, war das klar. Cool, gefahren, Schneckstecke 1 Kilometer, hab 300 Euro dafür gekriegt. Oh, das, wenn man das jeden Tag macht, dann ist es gut. Jetzt will ich noch einen kurzen Auftrag machen. Um zu gucken, ob es aufgenommen hat. Weil das wäre ziemlich geil. Ja, Slackwoods. Das ist ein Firma. Deine Firma. Das ist ja. Ihr könnt es euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Gut, gehen wir hier hin. Wie geschrieben. Schneller Auftrag. Ich mag's gerne schnell. Spaß. 14. 29 Euro. Aber ich will. Wie viele Kilometer sind denn da? Ich will das wenigste, weil ich nicht so viel fahren will. Der ist da. Auftrag annehmen. Nehmen wir das mal kurz an und ich muss putzen. Das Radio läuft immer noch komischerweise. Sorry, wenn ich jetzt leise bin, aber kann ich ja auch nichts ändern. Ich stoppe mal kurz die Aufnahmen, um zu sichern.